Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder bei Atomic Heart. Und ja, ich folge dir. Ich soll da rein. Und? Bist du bereit? Polarisation deaktivieren! Scheiße, was ist das hier? So eine Art Spukhaus? Eine Grabstätte der Freiwilligen, die das Fundament für Kollektiv gelegt haben. Die ersten Gruppen starben alle sofort. Gruppe 30 wurde wahnsinnig. 73 brachte sich selbst um. 101 sich gegenseitig. Gruppe 204 war am erfolgreichsten. Alle überlebten. Ihre Bewusstseine sind nun in einer imaginären Welt. Wir nennen sie Limbo. Und ihre Körper sind hier, vollständig unter meiner Kontrolle. Sollen sie etwas für dich tun? Wozu? So siehst du, ich lüge nicht. Meinetwegen. Leg los. Was darf sein? Der Dicke soll springen. Bewegung schadet nicht. Nur er? Warum nicht alle springen lassen? Schließlich leben wir in einer kommunistischen Gesellschaft. Springt, verdammt nochmal! Das ist doch irre. Warum macht ihr Leute so einen Scheiß? Verdammt. Arme Schweine. Nein, da täuschst du dich. In chemischer Hinsicht sind sie alle total glücklich. Darum geht es bei Kollektiv. Die ganze Welt wird in Zukunft genauso sein. Warum die Menschheit in einen Haufen Idioten verwandeln? Macht sich Sechenov lustig über die Welt, indem er Leute nackt herumrennen lässt wie Tiere? Nein, wir konnten den Zerfall des individuellen Bewusstseins verhindern. Erinnerungen, Verhalten, Sprachmuster bleiben erhalten. Nur eines lässt sich nicht vermeiden. Der vollständige Verlust des freien Willens. Wir müssen das verhindern. Verhindern? Das hatte Victor versucht. Du bist ihm in die Quere gekommen. Es ist zu spät. Dein Freund brachte Leute um und behauptete, Sechenov habe den Robotern das Töten während der Designphase beigebracht. Warum sollte der das tun? Warum? Warum Kollektiv als ein System für Bewusstseinskontrolle? Warum diese speziellen Neurocontroller? Sechenov will die ganze Welt versklaven. Also wenn du das nicht verstehst, bist du ein Idiot! Der Boss würde sowas nie tun. Er würde. Und er wird. Am Montag. Das ist schwer nachzuvollziehen. Aber ich helfe dir. Was immer du auch vorhast. Du stellst dich gegen Sechenov? Nach allem, was du mir gezeigt hast? Ja. Ich will hören, was er zu sagen hat. P1, P2, P3. Dein Geist ist niemals frei. Okay, das ist hart. Ein Mann kann repariert werden. Wie? Was war das? Was war was? Nichts. Ich verarbeite nur, was ich gesehen habe. Warum hilfst du mir? Weil es mir wichtig ist. Außerdem geht es nicht um dich. Also nicht nur um dich. Wenn du hier gearbeitet hast, warum hast du es nicht aufgehalten? Ich hielt es für das Beste. Ich dachte, es wäre zum Wohle der gesamten Sowjetunion. Aber als ich erkannte, was wirklich lief, ich musste auf den richtigen Moment warten. Victor und ich haben alles riskiert und den Rest kennst du ja. Gut, ich mach weiter. Das Testsubjekt verlässt den Limbo nicht. Neurotransmitter. Hey, Major. Alles gut. Mein Kopf macht mir zu schaffen. Ich sehe Dinge. Eine ziemlich heftige Sache, das sage ich dir.
Es wird nicht wehtun. Du wirst dich an nichts erinnern. Halluzinationen sind was Ernstes. Ich bin Neurochirurgin. Ich kann wahrscheinlich helfen, wenn alles gut ausgeht. Nein, danke. Ein kleiner Urlaub wird wohl reichen. Ich meine, falls das hier gut ausgeht. Gut. Hör mal, wegen Victor. Was? Hattest du keine Wahl? Du konntest nicht anders handeln? Sagst du mir jetzt, dass es dir leid tut? Was? Es tut mir leid. Mir nicht. Das sollte es, aber Victor, es war kein anderes Ergebnis möglich. Er war nicht mal mehr ganz er selbst. Ich will nicht darüber reden. Ich fühle mich bei diesen Leuten einfach nicht wohl. Ach, warte einfach ab. Bald wird es überall in der Sowjetunion passieren. Und später auf der ganzen Welt. Dann wirst du sehen, den Menschen wurde ihr freier Wille geraubt. Naja, ein freier Wille garantiert nicht, dass jemand kein Drecksack ist. Wie kann man Grausamkeit rechtfertigen? Grausamkeiten? Was für Grausamkeiten? Als Freiwillige war es ihre Entscheidung, herzukommen. Das hat nichts mit mir zu tun. Du bist ein Monster! Bestätigt. Es reicht. Zum Plaudern habe ich keine Zeit. Na schön. Genieß die Aussicht. Ich würde gerne raus hier. Okay, gib mir mal den Stuff hier. Haben wir hier noch mehr Stuff? Stuff her. Stuff. So, haben wir noch Stuff hier? Hier ist noch was. Okay. Hier ist Stuff. Ja, okay. Dann mal raus hier. Widersetz dich. Oh, Scheiße. Ich bin dieser Halluzination sowas von leid. Hast du bunte Flecken vor den Augen? Ändert sich deine Wahrnehmung der Welt? Ja, genau. Weißt du, was das für eine Scheiße ist? Du warst auf dem Weg ins Limbo, aber wie konntest du es aufhalten? Keine Ahnung. Es ist, als würde mich dieser Polymerklumpen rufen. Ein großer, tränenförmiger. Genau da, direkt über uns. Siehst du ihn? Da sehe ich nichts. Wie meinst du das? Da ist er doch. Oh, Scheiße. Und jetzt ist er weg. Eine halluzinatorische Reaktion. Ein Nebeneffekt deiner Operation. Die Reaktion eines geschädigten Hirns auf ein Neuropolymer-Implantat. Wovon redest du überhaupt? Was für ein Implantat? Hat Setschenov dir nichts gesagt? Du weißt nicht, was mit dir geschieht? Charles, weißt du, was mit meinem Kopf nicht stimmt? Ich kann keine internen Veränderungen feststellen. Aber dein Waschrott-Polymer-Extender empfängt einen nicht identifizierten externen Datenstrom. Was ist das? Mit wem redest du? Ein charakteristisches Lernsystem, eine KI in meinem Polymerhandschuh, aber egal. Charles, wovon redest du? Charles? Warte. Charles, welche Daten? Welcher Waschrott-Polymer-Extender? Der Waschrott-Polymer-Extender wurde anhand von Daten aus Experimenten von Dimitri und mir entwickelt. Was? Von dir? Und warum nennst du Dr. Sechenov Dimitri? Wer bist du? Das ist nicht so einfach zu erklären, Genosse. Ich bin... Charles! Charles, was soll das plötzlich mit dem Rauschen? Was zur Hölle ist hier los? Reiß dich zusammen, Major. Wenn das, was ich denke, stimmt, müsste ich jetzt auf das Archiv zugreifen können. Auf Aufzeichnungen über dich. Name und persönlicher Zugangscode. Schöne Scheiße. Ungültiger Name. Gut, ich hack mich rein. Nicht so schnell.
Name Cheriton Zaharov. Code Flauschi. Code akzeptiert. Zugang gewährt. Charles, was ist hier los? Bist du da? Nichts? Nichts. Also, was ist Charles? Kurz gesagt, dein Charles ist Professor Cheriton Zaharov. Das war kurz. Wie kann er Zaharov sein? Professor Zaharov hat die Kollektiv-Subsysteme entwickelt und das Modul, das sich in dir befindet. Angeblich hat er Experimente durchgeführt an sich selbst. Die Ergebnisse waren katastrophal. An sich selbst? War er dumm oder so? Das war er ganz bestimmt nicht. Zaharov war ein von Wissenschaft besessener Misanthrop. Ich glaube, ihm war ziemlich egal, was mit seinem Körper passierte. Wann ist dir klar geworden, dass Charles Zaharov ist? Gerade in diesem Moment, als er außer Betrieb ging. Ich wusste nicht, dass Sechenov sein Bewusstsein in deinen Handschuh gespeichert hatte. Die Abkürzung Charles war der Hinweis. Also ist Charles kein Mensch mehr, sondern ein Gerät. Keine Ahnung, ich schätze schon. Nur, dass dieses Gerät auf dem logischen Muster und der Erfahrung eines der größten Sowjetgenies basiert. Und warum will Sechenov ihn haben? Weil er nichts ablehnt, was er benutzen kann. Er kann einfach alles an seine Bedürfnisse anpassen. Das dürfte dir schon aufgefallen sein. Lustig ist, dass du dich mit deinem Handschuh angefreundet hast. Naja, wir haben einiges zusammen durchgemacht. Ich habe Gefühle, da ich lebe und so. Und er hat sie auch. Hatte. Wie kannst du da so gelassen drüber reden? Für mich starb Cheriton Radionovich vor langer Zeit. Ich trauere nicht mehr. Außerdem bin ich Wissenschaftlerin. Wir lassen uns doch vom Tod nicht von unserer Arbeit ablenken. Okay, ja. Also, wie kommen wir rein? Auf das Archiv haben nur wenige Leute dauerhaft Zugriff. Sechenov, Lebedev, der Direktor der Akademie, und Zaharov, woran du mich erinnert hast. Flauschi, ha? Was hätten wir gemacht, wenn das Passwort nicht funktioniert hätte? Du hättest die Tür bestimmt mit deinen Fäusten zertrümmert. Aber das System glaubt jetzt, ich sei Dr. Zaharov. Also können wir jetzt alles über dich in Erfahrung bringen. Na los. Dann soll da rein. Echt? Willkommen, Cheriton Zaharov. Wie lautet das Thema Ihrer Anfrage? Agent P3, persönliche Datei. Ihre Suche ergab 42 Audioaufnahmen. Also, welche nehmen wir zuerst? Ist mir völlig egal. Dann wähl irgendeine aus. Welche? Wo ist der Eintrag, den ich wiedergeben soll, P3? Ja. Was ist hier was? Ich hab mir das mal alles ein, ja? Mehr. Hm, wer noch was? Okay. Alles.
ist noch was. Dann haben wir, glaube ich, alles. Hoch. Wieso? Wieso komme ich jetzt nicht mehr hoch? Ah, okay. Gut, ich versuche jetzt mal. Hör auf damit! Wo ist der Eintrag, den ich wiedergeben soll, P3? Ja, weiß ich nicht. Ist erstmal wieder. Oh, wieso komme ich jetzt. Ah. Hä? Warum hat das bei uns nicht geklappt? Soll ich den hier wiedergeben? Hier ist rein nix. Was ist hier oben noch? Hier ist was. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Ich brauche erstmal nur eine. Okay. Was mit die? Versuch die hier. Starte Wiedergabe. Bei den Ereignissen in Bulgarien wurden die Agenten schwer verletzt und waren eigentlich klinisch tot. Agentin Blesna konnte nicht gerettet werden. Da Agent Plutoniums Zustand nicht so ernst war, konnte er wieder kampfbereit gemacht werden. Allerdings mussten seine Gliedmaßen amputiert und durch die neuesten Prothesen ersetzt werden. Ja, ich weiß, dass die Hälfte meines Körpers aus Prothesen besteht. Und sonst? Das ist alles sehr allgemein. Finde eine andere Aufnahme. Okay. Das wissen wir. So. Hier ist noch eine. Muss aber dann die richtige sein. Okay. Gut, spiel die hier ab. Starte noch eine. Nach seiner Genesung war die Persönlichkeit des Agenten, darunter auch seine Verhaltens- und Sprachmuster, stark verändert. Daher traf ich die Entscheidung, ihn aus der Agentum-Einheit zu entfernen. Um einen Gedächtnisrückfall zu verhindern, erhielt Plutonium die neue Bezeichnung P3 und untersteht nun meinem direkten Kommando. Sein Kontakt zu Argentum wurde auf ein Minimum beschränkt und das Argentum-Personal wurde davor gewarnt, in seiner Gegenwart die Bezeichnung Blesna zu erwähnen. Scheiße. Ich hole eine andere. Was? Sechenov hat dich an der Leine und macht mit dir, was er will. Hör mal, er hat mir das Leben gerettet. Ich weiß, dass ich ein Testsubjekt bin. Das ist mein Beruf. Du bist also ein Freiwilliger? Dafür bist du dann aber ganz schön ungehorsam. Weil sie mir vorher immer gesagt hatten, was sie machen. Ich hole eine andere Aufnahme. Ja, die mal. Probieren wir die mal aus. Prozedur? Implantation der Voskhod Neuropolymer-Hirnfunktionserweiterung. Ziel? Völlige Ausschaltung destruktiver Impulse durch traumatische Erinnerungen. Patient Major Sergei Nechayev. Codename Plutonium. Dritter Versuch. Die ersten beiden Operationen waren erfolglos. Der Patient erlitt in Bulgarien eine schwere Gehirnverletzung, die nicht behoben werden konnte. Der Schaden ist so groß, dass der Patient wahrscheinlich eliminiert werden muss. Hast du gehört? Er wollte dich töten. Die Frontallappen wurden teilweise zerstört, was beim Patienten zu unkontrollierbaren Wutanfällen führt. Die Stahlprothesen des Patienten machen ihn zu einer Gefahr für andere. Hier geht's um deine Anfälle.
Wegen vorübergehenden Wahnsinns wird der Patient in eine psychedelische Wirklichkeit versetzt, die ihn daran hindert, die Konsequenzen seines aggressiven Verhaltens zu akzeptieren. Verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Es wird dir nicht gefallen. Der Patient leidet unter intensiven Halluzinationen. Hast du deine Frau wiedergesehen, mein Junge? Woher wissen Sie das? Aber ein Vosrod-Implantat verleiht dem Patienten künstliche Erinnerungen und lässt ihn seine Obsession mit seiner verstorbenen Frau überwinden. Deine Frau. Blödsinn, ich war nie verheiratet. Dank Vosrod kann das Bewusstsein des Patienten in die imaginäre Welt von Limbo versetzt werden, durch einen Impuls, der direkt auf dessen Hypophyse gerichtet ist. So lässt sich der Major auf Kommando in den Kampfmodus versetzen. Dazu sei aber gesagt, dass ich sie... Was für ein Quatsch. Ich meine, das ist doch nicht möglich. Ich fürchte leider doch. Sechenov kann deinen Verstand in dein persönliches Paradies schicken. Auf Knopfdruck. Und mein Körper? Dein Körper tötet, wenn Sechenov es befiehlt. Verdammte Scheiße. Und die Halluzinationen, kommen die auch von Sechenov? Nein. Die Halluzinationen sind nur ein Abwehrmechanismus deines Gehirns. Oh, warum zur Hölle sollte ich das alles glauben? Der Boss würde mir sowas niemals antun. Aber klar. Er würde ja auch nie deine Frau aus deinen Erinnerungen löschen. Oder kollektiv als ein System für Bewusstseinskontrolle planen. Wer sagt, Sechenov ist dafür verantwortlich? Sitzt er überhaupt in diesem Stuhl? Wenn du mir nicht glaubst, frag ihn. Was ist der Plan, Major? Er wartet bei Chilomei auf uns. Wenn wir Sechenov stoppen wollen, müssen wir ihn hinhalten. Du bringst mich als deine Gefangene dorthin? Und was dann? Das werden wir dann sehen. Okay, krass. So sieht's aus, Major. Denk drüber nach, während ich diesen Aufzug hacke, damit wir an die Oberfläche zurück können. Aha. Passt du jetzt auf, du Drecksack! Major, ich habe keine Daten über diesen Vorfall. Du willst mich lächerlich machen, was? Tja, willkommen im Club. Hast keine Daten, ha? Du wusstest es die ganze Zeit. Du heißt nicht ohne Grund Charles, oder? Du bist Chariton Sacharow, du mieser Penner. Hast du eine Erklärung dafür? Na? Es gibt nichts zu erklären. Du bist genauso ein Charles für mich, wie ich für dich ein völlig Fremder bin. Erst hat Sechenov mich ermordet und dann einen Polymerklumpen aus mir gemacht. Danach hat er dich manipuliert. Wie konnte ich einem von euch trauen? Deswegen habe ich vorgetäuscht, ein charakteristisches Lernsystem zu sein. Ich wollte sehen, wer was war. Ja, toll. Okay, ich hätte wohl das Gleiche getan. Also... Was sollen wir jetzt machen? Was können wir denn machen? Wir sind jetzt Freunde und kennen die Wahrheit. Wir müssen zu Sechenov dieses Unrecht korrigieren und Rache für das nehmen, was er uns angetan hat. Ach, du hast wohl recht, Chariton. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Du bist ein guter Mann. Ich sage es nur ungern. Aber du bist das erste funktionierende Beispiel für eine gewöhnliche Verbindung im Kollektivnetzwerk. Am Montag wird jeder, der die Polymerisation durchlaufen hat, genauso formbar wie du. Scheiße. Das darf nicht passieren. Oh, warte. Dieses verdammte Gedankegerät. Das kann man einfach entfernen. Das wird niemandem helfen, sondern es nur noch schlimmer machen. Wieso das denn? Weil alle Gedankegeräte nutzlos sind. Das Signal einer polymerisierten Person wird über die Steuergeräte an Roboter und andere Apparate geschickt. Aber das macht sie nicht zu einem Teil von Kollektiv. Das Gedankegerät kann zwar entfernt werden, was aber lediglich verhindert, dass der Träger den Maschinen Kommandos gibt. Wie wird Sechenov dann die Kontrolle behalten? Die Neuropolymer-Injektion macht die Leute zum Teil von Kollektiv. Sie nistet sich im Gehirn ein und verbindet es ein für alle Mal mit dem neuronalen Netzwerk. Der Effekt ist unumkehrbar. Jeder, der eine Injektion erhält, ist auf immer und ewig ein Teil von Kollektiv. Aber war ich wirklich verheiratet? Wie hieß meine Frau?
Ekaterina, und dir wird nicht gefallen, was ich dir jetzt sage, Genosse Major. Das höre ich öfter. Aber mich überrascht nichts mehr. Du und deine Frau waren bei Agentum. Ekaterina oder Katja, wie du sie genannt hast, war eine hochqualifizierte Agentin. Als Kind hatte sie Ballett gelernt und sowohl im Tanz als auch in der Kampfkunst Beachtliches geleistet. Ballett und Kampfkunst? Willst du mir sagen, die Metallzwillinge? Nein, auf keinen Fall. Das ist totaler Unsinn. Sowas würde der Boss niemals machen. Schau mich doch an. Nach meinem Tod wurde mein Bewusstsein in diesen Handschuh übertragen. Nach dem Tod deiner Frau konnte ihr Bewusstsein nicht gerettet werden. Aber Setschenow lud einen Abdruck ihrer Fähigkeiten in die Matrizen seiner Leibwachen hoch. Das ist doch... Oh, heilige Scheiße, das kann nicht sein. Oh, oh. Er funktioniert, Major. Wir kommen hier raus. Ja, dann raus. Können hier. Wir, Major? Ich brauche noch ein bisschen. Hier gibt's, glaube ich, nichts mehr. Nein. Okay, hier gibt's nichts mehr. Können wir, Major? Ja, klar. Jetzt können wir. Alles klar, gehen wir. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest. Ach, Scheiße! Nicht schon wieder! Nein, nicht jetzt! Nicht hier! Ziemlich heftig, dass er da so durchmachen muss. Naja, gut. So, Spiel gespeichert. Wo sind wir jetzt hier? Ich schaue mal raus. Nee, ich bin wieder in dem Traum. Ach nö. Ich habe schon gar keine Lust drauf. Okay, das klappt nicht. Wo muss ich hier hin? Ich bin wieder nach unten, ne? Hä? Da unten hier rein oder was? Wir sind Monster im Dunkeln, mein Junge. Wie oft haben wir schon darüber geredet? Jedes Buch aus der Bibliothek meines Vaters war ein Moment des Wissens, das ich suchte. Ich habe mein ganzes Leben lang diese Fragmente zusammengefügt und jedes Faktum. Nachdem das Rätsel gelöst war, fand ich ein Buch, das mich jetzt daran hindert, der Welt mein Wissen mitzuteilen. Dieses Buch ist die Gier und das Unbewusste der Menschen. Die Leute haben keine Zeit, sich der Wissenschaft zu widmen. Auf der anderen Seite der Welt spielen sie mit Geld und auf dieser Seite spielen sie mit der Macht der Massen. Wissenschaft, zerschmettert von den Büchern, die nie jemand gelesen hat. Teile der aktuellen Gesellschaftsordnungen, die der Menschheit sich voll zu entwickeln. Okay, ich komme hier nicht weiter. Hinfort mit dem Geld sollen die Roboter für uns arbeiten. Hinfort mit der Ungleichheit und der Lüge des Kommunismus. Gib den Leuten Entscheidungsfreiheit. Gib unser Vereint unsere Geister in einem einzigen großen Kollektiv. Dann fließt die Wissenschaft durch die Köpfe aller Bürger des Vereinten Staates, einer großen, den Globus umfassenden Union. Kollektiv ist die Hand der Güte und bereit, die Menschheit in seine Arme zu nehmen. Ich weiß nicht, was ich hier muss. Hebe deinen Kopf und öffne.
Die Augen. Ich verstehe sie besser als jeder andere, was es bedeutet. Geil. Dr. Sechenov bestritt gerade auf einer Pressekonferenz vehement Gerüchte über Fehlfunktionen ziviler Roboter in der Anlage 3826. Die Anlage ist wieder voll einsatzfähig. Ach, da bist du ja wieder, Söhnchen. Hast ja einiges abgekriegt. Du wärst fast für immer dort geblieben. Wo? Gute Frage. Wie soll ich denn wissen, wo du bist, wenn du einen blutigen Amoklauf begehst? Du warst so ein netter Junge, als meine Tochter noch lebte, aber seit sie verstorben ist, ach, schmollst du nur rum und drehst dann plötzlich durch. Überall Blut und abgerissene Köpfe. Puh, wie unschön. Was hat deine Tochter mit mir zu tun? Meine Katja. Unsere Katja. Die haben an deinen Erinnerungen rumgepfuscht. Sag mal, wovon redest du denn da? Meine Tochter. Aber sie war deine. Ekaterina Nechayeva, Codename Blesner. Mitglied der Spezialeinheit Agentum. Dann bist du... Deine Schwiegermutter, du Ignorant. Ihr wart im Dienst für Sechenov, bis diese Bulgaren zuschlugen. Katja überlebte nicht und aus dir machte Sechenov ein Monster. Ja, sowas Ähnliches habe ich schon gehört. Warum sitzt du hier noch rum, wenn du alles weißt? Ich habe dich seitdem im Auge behalten. Dachte mir, dass irgendwo noch was Menschliches in dir sein muss. Tut mir leid, aber meine Vergangenheit, meine Gegenwart, alles ist weg. Warte, wo ist Larissa? Sie ist überall. Du hast sie in alle Winde verstreut. Verdammt! Hast du eine Waffe rumliegen? Na, was glaubst du denn? Welche willst du? Ich brauch nur was, um mir die Birne wegzupusten. Tolle Idee! Jag dir eine Kugel ins Hirn, aus und vorbei! Dann kann Sechenov jeden in einen hirnlosen Fleischsack verwandeln. Erst die Sowjetunion, dann den Rest der Welt. Ich hab's ja kapiert! Wenn du es kapiert hast, dann steh auf! Ich gebe dir Waffen, viele Waffen. Aber du musst mir versprechen, diesen Typen endgültig auszuschalten. Was ist los? Zunge verschluckt? Achten Sie die Tradition, Major. Genosse Sechenovs Taten verlangen Rache. Was ist das für ein Ding, Sergei? Ich bin Sinaida, Sheraton Sacharow. Sheraton, du Schlange! Du lebst noch? Irgendwie ja. Durch bösen Zauber verwandelt in Polymerglimmer. Warte mal eine Minute. Willst du mir sagen, du kennst Oma Sina schon die ganze Zeit? Geheimnisse können sich als sehr nützlich erweisen, Major. Nützlich für wen? Was hab ich von deiner Geheimniskrämerei? Sechenov hat sie nicht mehr alle, den Leuten sowas anzutun. Warte mal. Katja, Katenka, ist sie noch am Leben? Möglich, doch in welchem Zustand? Seht mich, geht es mir wirklich besser? Aber ich weiß nichts Konkretes. Ich flehe dich an, Sergei. Sechenov muss sterben. Ist ja gut, lass mich in Ruhe. Verdammte Scheiße. Was zur Hölle geht hier bloß ab? Zum einen haben wir manipulierende Lügner, die sich für noble Rächer halten. Zum anderen ist da ein sowjetischer Wissenschaftler, der die ganze Menschheit erleuchten will und mich benutzt, um Arschlöcher zu beseitigen. Behaupten die manipulierenden Lügner... Ich krümme Sechenov kein Haar. Ohne mich. Ich habe genug von dem Spiel. Was bist du denn für einer? Machst dir wohl vor Angst in die Hose? Das ist ein Fehler, Major! Du musst jetzt nach Chelomei! Wenn euch eure Rache so am Herzen liegt, könnt ihr da selbst hingehen. Das ist meine Entscheidung, nicht eure. Ich helfe Sechenov nicht mehr. Genug geschadet. Aber ich werde mich nicht zum Henker eines wissenschaftlichen Genies machen. Eines Helden der Sowjetunion. Er wird schon wissen, was er tut. Er benutzt dich nur! Ist das so? Warum bin ich dann nicht in diesem Limbo? Und ihr nicht tot? Der Zauberer hinter dem Vorhang ist ja echt nachlässig. Ach ja, Sheraton, weißt du was? Ja? Du hast versagt! Dieser Vosrod-Polymer-Extender in meinem Kopf, das war deine Erfindung. Du wolltest Leute manipulieren, lange vor Kollektiv. Vielleicht will Sechenov in die Köpfe der Leute, um ihren Willen zu brechen. Aber er verwandelt sie nicht in Monster, wie ich eins bin. Er würde keine Gedankencontroller verwenden. Oder Injektion. Du begehst einen Fehler!
Hör auf, dich zu winden! Also, das ist besser. Aufnahmen zeigen, wie Major P3 Anlage 3826 verlässt und flieht. Sein Ziel ist weiterhin unbekannt. Major P3 hat keine Informationen zu seinem Ziel genannt. Dr. Sechenov sieht diesen Verstoß jedoch als unbedeutend an. In der Nähe des von Major P3 benutzten Ausgangs wurde ein unidentifiziertes Objekt aus schwarzem Polymer aufgenommen. Aufgrund der geringen Größe konnte das fragliche Polymerobjekt auf der Aufnahme nicht weiter analysiert werden. Okay, das war's mit dem Spiel. Ja. Es gibt zwei Enden. Also, ich werde für euch noch das andere Ende machen und sehen uns in der nächsten Folge.